Mach das Intro, während ich trinke. Was geht, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Way Out. Sehr intensiv war die letzte Folge. Wir müssten abhauen von Hunden, von Polizeibeamten, von Autos. Wir hatten alles dabei. Ich muss sagen, bis jetzt auf jeden Fall der Höhepunkt dieses Spiels. Wir sind entkommen. Übrigens, wir haben natürlich auch den, wie heißt der nochmal? Harvey, genau. Harvey haben wir jetzt kennengelernt, beziehungsweise wir wissen jetzt, wie er aussieht. Wir haben es tatsächlich jetzt geschafft, abzuhauen. Das bedeutet allerdings, dass wir jetzt hier irgendwie in der Wildnis überleben müssen. Wie wir das machen, werden wir jetzt in dieser Folge sehen. Natürlich muss der Era auch dabei sein. Wenn der Era nicht dabei ist, dann haben wir ein great problem. You see? Like, Era, I'm waiting for you. I'm the mastermind. I'm waiting for you. I'm the mastermind. I'm waiting for you. Come on, bruh. Come on, bruh. Come on, bruh. Come on, bruh. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Das sieht so scheiße aus. Aber guck mal, das ist mit den Lichten, mit den Lichteffekten hier und... Ist schon cool, ne? Ich meine, die Grafik ist immer noch ein bisschen, Was meinst du denn? Also ich muss zugeben... Kantig? Also guck mal, die Texturen sind an sich ganz... Warte, wir gehen mal näher ran an den Baum. Ich finde es in Ordnung. Ja, komm. Ich bin jetzt auch nicht so der Grafiker, komm. Damit kann man arbeiten. Boom. Okay. Was ist unser Ziel? Erstmal wegrennen, ne? Ja. Warum rennt mein Charakter nicht? Ist das. Hä? Ich dachte, die sprinten noch viel schneller. Ja, das ist hier nicht so dieses Sprinten, das erst dieses Laufen ist das hier. Sollen wir eben abchecken, was Sprinten ist? Gibt's ja nicht. Gibt's bestimmt. Nein, das gab's nur gerade bei der Mission. Müssen wir eigentlich lang. Weißt du das? Können wir das trinken? Ja, ich glaube, das wäre viel zu einfach. Das wäre echt viel zu einfach. Hier rüberspringen. Aber ja, anscheinend sind wir jetzt auf jeden Fall schon die ganze Nacht unterwegs gewesen. Es ist ja jetzt wieder hell, Tag. Ne? Ja. Der Sturm ist vorbei. Und anscheinend ist auch keine Bullerei mehr in der Nähe. Ist auf jeden Fall ein schönes Wetter. Sehr schönes Wetter. X. Müssen wir zusammen machen? Okay. Krabbel drunter, krabbel drunter. You got it? Yeah, I got it. Nice. Wait. Leo, there's a camp down there. Yeah, but it looks empty. Yeah, you're probably right. Let's check it out. Maybe there's something to eat there. All right. Und weiter geht's. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen kleinen Teich mit Fischen. You ever go camping, Vincent? Few times. Feuer entfachen, jeweils einen Fisch fangen. Nah, my uncle actually. Wollen wir die Mission aufteilen oder was wollen wir machen? Wir müssen jeweils einen Fisch fangen. Ja, aber was wollen wir jetzt erst machen? Das also wollen wir jetzt erst das Feuer entfachen? Ich würde sagen, lass als erstes Feuer entfachen, weil das steht ja ganz oben. Ich gehe rüber zum Feuer. Animals, bugs, mir das mal erstmal. No civilization. Ich meine, die Fische hauen die nicht ab. Ja, hier. Fresh air. No one bugging you. Cooking over a fire. It ain't all bad. Maybe not. But still. No toilets. Well, that's the charm with it. X. Blasen. Hmm. Should be able to make a spear with this fire. Blasen. Du machst ein Spear. I need to get some firewood. I need to get some firewood. Junge, ach so! Was machst du da? Das soll größer werden. Ja, aber ich brauche ein Feuerholz. Ja, er hat es 10.000 Mal gesagt. Brauche ich dein Holz? Nein. Also ne, ich muss ein Holz sammeln oder so, ne? Ich leg das Speer mal hier ab. Kannst du es überhaupt dann abgeben? Ja, da hinten war das. Da. Okay. Ja, Holz suchen. Hier hinten ist ein Stamm, ich weiß nicht, ob man damit was anfangen kann. Klar, Zweige, ich hab schon. Ah, okay, du musst. Oh. Ich dachte, wir müssen das irgendwie abbrechen, aber. Du auch was finden? Da, okay, perfekt. Haben wir beide schon was gefunden. So. Voll die schöne Gegend. Also so wir kommen da richtig geil campen, ne? Und es ist, eine sehr, sehr schöne.
ein sehr schöner Ausgleich zu dem, was gerade so abging. Der Sturm und alles. Ne? Genau, und ne? Genau das Gegenteil. Hier einfach so beruhigend, ja, und harmonisch. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. So, jetzt hier Feuer entfachen. Willst du es machen? Toll, ich habe die ganze Zeit versucht und jetzt hast du es gemacht. Ja, dafür gehe ich jetzt mit dem Speer nehmen. Ja, jetzt bin ich da mit dem Speer. Also, komm. Ich setze mich jetzt mal ins Feuer. Du könntest mir eigentlich helfen. Nein, habe ich keinen Bock drauf. Ich guck dir lieber zu. Ich guck dir zu. Das wird echt schwierig. Wie du da läufst, ey. Machst einen auf Bear Grylls. Gleich ist der Bear Grylls. Los, nimm doch. Ah! Ah, die hauen okay, ab! Weißt du was? Ich helfe dir mal. Ah, die hauen ab! Okay, warte, ich will hier. Guck mal, bleib auf der einen Seite, ich fühle hier auf, dann kommen die zu dir, oder? Ja, nicht? Deswegen ja. Da, guck mal. Bleib da! Ja, warte, ich muss den Kreis enger schließen. Guck mal, jetzt hier. Die kommen zu dir, jetzt. Na! Hey, wieso kommen die trotzdem an mir vorbei? Keine Ahnung. Wir müssen diesmal jetzt die andere Seite ausnutzen. Da hinter dir. Dreh dich um. Wir müssen die hier. Hier, der hier. Die bleib einfach genau da, dreh dich um und nimm die. Hinter dir sind die doch. Ja, das Problem ist, dass die Sonne blendet. Ich sehe hier nichts. Oh, das ist eine schwierige Mission. Jetzt komm, jetzt musst du aufnehmen. Jetzt. Warte, nein, noch nicht. Hier kommen die nicht mehr vorbei, nimm die jetzt. Hau einfach rein. Na, warte. Nein, ich muss näher ran. Da. Haben wir doch was. Wunderschön. Thank you for your help, sir. I appreciate your help. Get on my way. So, dann setze ich mich auf die Seite. X. Jetzt musst du noch einen Speer machen, oder was? Okay, warte, ich breche ab, ich warte auf dich. Aber ich muss dir helfen, kann ich das nicht irgendwie ablegen? Ah, okay, super, ich hab's abgelegt. Komm, dann, du brauchst den Speer nicht, ich kann's dir ablegen. Hast du das? Achso, ich hab jetzt schon. Okay, dann kann ich ihn ablegen, dann brauch ich ja meine nicht mehr. Ablegen, I'm gonna help you, brother. Warte. Und welche Seite? Warte. Bleib rechts, ich verteile von hier, Ryura. Warte, die sind da richtig schön getrappt. Jetzt würde ich die alle in deine Richtung machen. I'm a natural, baby. Das war ein Naturtalent. Ja. Lass mal noch mehr holen, wenn das geht. Nur mal, um zu gucken, ob es geht. So, ja, wir müssen ja uns ans Feuer sitzen. Aber egal, okay, gut. Nur um zu gucken, ob das geht, nehme ich mir auf jeden Fall nochmal hier mein Schwert in die Hand. Wenn der eine auf die eine Seite geht, der andere hier, müsste das eh, also so wie aufwühlen, funktionieren. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass wir die dann einengen. Aber ich weiß nicht, ob das so einfach klappt. Ja, der Kreis ist hier zu groß. Wir werden irgendwann. Almost. Nein! Ich hab einen. Oh. Ah, das war knapp. Nein, die kommen, aber dann drehen sie sich wieder. Genau dann, wo ich denke, die kommen jetzt auf mich drauf. Der ist einfach in die Erde rein, oder? Ja, genau der. Hä, hast du den gesehen? Ja, ich hab den gesehen. Der wo ist hier der hin? In die Steine rein. Ah. Ich will. Hä, wo ist denn der andere? Ah, der liegt ja noch. Ich will ja. Noch einen holen. Das ist nicht zufriedenstellend. Dammit! Stop it, boy! Stop it! Ich will die auf hier ein bisschen. Lass mal alle rausholen, dafür gibt's bestimmt eine Truppe hier. Meinst du? Bestimmt. Das wird zu lange dauern. Ja, dauert zu lang. Aber du willst ja noch einen holen. Ja. Dann mach mal. Na! Schon wieder, hast du gesehen? Ich krieg noch einen. Nein! Wenn du jetzt noch einen kriegst, ne? Locker. God damn it. Hier, komm mal, wenn ich jetzt die sind alle in der Erde, wie geht das? Die verstecken sich alle in die Erde rein. Das sind Steinfische. Keine Ahnung, Mann. Das geht nicht anders, außer dass der eine sich das, obwohl doch du hast gerade einen. Jetzt haben wir die. Näher kommst du nicht. God. Da! Hast du einen? Ja, Mann. Ja, Mann. Ich hab einen, das reicht. Ich bin zufrieden, ich hab Hunger, komm her, der fand mich. So, jetzt setz mich auf die Seite. Die Frage ist, ob wir auch beide essen können. Ja, klar. Ach so, du meinst, ob wir beide Fische essen. Ah, toll, dann hat's gar nichts gebracht. Mehr zu fischen. Ja.
Aber war witzig. Ja, dafür haben wir die Erfahrung gemacht. Dafür haben wir die Erfahrung gemacht. Guck mal, jetzt sitzen wir auch noch andersrum. Gräten. Das passt zu deiner ersten Frage, wo auf mich runtergespuckt hast. Ja. And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. It's like, komplett, yeah, ich kann ihn nicht ernst nehmen, Alter. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. Der Arme, ey. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent, I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess, money laundering. Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him, but the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Krass, ey. Alter. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. I mean, we were gonna... Wait, you hear that? Oh, shit. We're closing in. We gotta move. Das ist wieder Run. Ah, my fucking feet. Get, suck it up. Don't worry about it, I got it, okay? Aber woher kommt dieses Lagerfeuer und alles? Wer hat das Camp hier aufgebaut? Ich weiß nicht, vielleicht irgendwelche Wanderer, die dann das Ganze verlassen haben. Ich hätte einfach viel zu große Sorgen, dass sie wiederkommen oder so. Dann müssen wir die mit Speeren aufspießen. Menschenfleisch schmeckt, glaube ich, auch. Okay. Weiter geht's also mit der Action. You work in a bank, huh? Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. Sollen wir laufen oder lieber spazieren? Bisschen die Landschaft genießen oder? What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Would you look at that. You're making progress, Leo. Auf jeden Fall haben wir jetzt sehr viele detaillierte Informationen. Ah, ist ein Dorf oder ein Haus zumindest. Mhm. Da werden wir, das ist ein Bauernhof oder sowas, bisschen, eine Farm. Dann kommen wir hier runter. Darüber. Okay, ich würde sagen, laufen wir wieder, oder? Wer wollte spazieren und die Landschaft genießen? Ich meine, wir haben das Haus jetzt ja gesehen. There's a house over there. Let's check it out. In welche Seite müssen wir eigentlich? Das ist die Frage. Ja, du bist schon richtig. Hier ist nichts. Ja, hier war nichts. Da ist ein Tor. Okay, super gut. So, wir haben auch sehr viele Informationen über die beiden Charaktere jetzt erhalten. Die Frage ist jetzt nur, wie sich das Ganze entwickeln wird. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, muss ich zugeben. Also sind wir jetzt wieder im Schleichmodus. Ja, hier. Ja. Extrem gefährlich hier. Und der hat bestimmt eine Pumpgun. Ah, guck mal, ich sag's sogar. Habt ihr nicht mal gesehen? Hey, I say we take them out. Nein, crazy. Wir schalten sie nicht aus. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean we tied them up or something.
We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get him out of the house. What do you have in mind? Jetzt wird's wieder. Ja. See that barn over there? Yeah. Anzünden. We release the horses. Ja, oder so. Release the horses. How's that gonna help? Trust me. They'll be forced to go get them back. I don't know. Ich hoffe, wir können uns wieder entscheiden, weil diesmal nehmen wir meine. Ja, Pferde freilassen, 100 pro. 100 pro. Er will sie ja nicht töten. Ja, aber. Okay, pass auf, überleg mal. Wenn du die Pferde freilässt, dann sind sie raus. Ja, dann kommen sie raus aus dem Haus, wir können dann rein. Aber der wird doch seine Shotgun mitnehmen. Ja, aber wie kommen dann in der Zwischenzeit schon raus? Was wollen wir da überhaupt drin, ist die Frage. Klamotten austauschen, zack, wir sind dann weg, ganz unauffällig. Wenn wir sie fesseln und alles, dann können sie uns wenigstens nicht mehr... Ja, das Problem ist, wenn wir sie fesseln und wenn die Polizei kommt, dann weiß dann die Polizei, dass wir dann hier waren. Falls sie mir befragt werden. Wir lassen dann Spuren dahinter. Das ist ein Argument. Wir lassen dann Spuren hinter. Sure, whatever, man. Let's try it. Ganz einfach. Okay, come on. So easy. Wenn es nicht klappen sollte, dann können wir uns trotzdem für deinen Weg entscheiden. Crap. It's locked. Jetzt bestimmt im Hintereingang. Schwierig wird es nur, wenn die einen Hund oder so haben, der dann bellt. It's a horse barn, Leo. What else should they have? But still, you sound so sure. I mean, it could also be empty. You hear that? Yeah. Da sind die Pferde. I do. Da ist das Fenster. Kommen wir da rein? Ne, oder? Kommen wir durch die Fenster hier rein? Ne, gut. Dann wahrscheinlich. Da. Über diese Leiter hier. Ja. Nope. Kann man rumlaufen? Ne, da müssen wir so hier irgendwo reinkommen. Ich würde immer noch sagen, dieses Fenster da oben. Das aber, da? Ja. Look up there. Hab ich doch gesagt. Hab ich gar nicht mehr gesehen. Ja, wie sollen wir da denn hier, die steht bestimmt irgendwo eine Leiter oder sowas. Ich hab's auch gedacht, aber wir sind hier ein. Da, Agathe. Kannst du mir helfen oder musst du mir helfen? Nee, brauchst du nicht. Sieh mal einer, mit der Leiter kann ich also nicht sprinten. Das wusste ich ja gar nicht. Ich dachte, das geht auch noch. Okay. Leiter angehen. Siehst du, ganz ruhig, ohne dass irgendjemand was passiert. So einfach geht's doch. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Dich lassen wir auf jeden Fall dann vor. That was easy. Now where are the horses? Ja, die Treppe runter. Bei dir. Wo sind überhaupt die Pferde? Unter uns. Ach da, ich wollte schon sagen, ich dachte nicht, dass sie so ein Radio aufstellen und dann auf einmal nur so Pferdegeräusche runterbekommen. There are the horses. Also, wie viele haben wir hier denn? Zwei, ne? Ne, drei. Wollen wir nicht lieber das Tor aufmachen als erstes? Ist egal. Nicht, dass wir uns dann überrempeln. There you go, buddy. Let's release the others too. Of course. Nicht. Freedom for others too. Can't argue with that. Ja, rauslassen jetzt, oder? Ja. Hier mal abchecken, genau. Oh. Ist da jemand? Okay, wir können immer noch was machen. Ja, genau. Hier, das brauchst du. Du brauchst so ein Ding. Na, not gonna work. Funktioniert nicht. Wir müssen den Angst einjagen. Ja. Maybe this will work. Was haben wir hier? Nope, not loud enough. Nicht laut genug. Come on, get moving. You're free to lead now. Das reicht nicht. Ich brauche irgendwie Feuer oder irgendwas oder eine Explosion oder. Hier ist Heu. Time to move. Ja, das wird auch nichts. Ich check mir eben schnell ab, Sir. Ist hier oben? Ah, it's locked. Ne, oben vielleicht. Guck mal oben. Ne, oben haben wir nichts. Warum haben wir jetzt okay, warte. Ich lauf einmal nochmal hier rüber. Doch, wir haben Leo, ja, doch. This might make enough noise. Cement. Runterschmeißen, ne? Ja. Gut, dass ich nochmal rumgegangen bin. Boom! Okay. Und jetzt können die einmal schön mit den Pferden arbeiten. Ah, hell, the horses are escaping, honey. Oh dear, didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. Na, guck mal. Die sind sich sicher, dass sie abgeschlossen haben. Das heißt. Wir müssen trotzdem hinterher rennen und die Pferde einsammeln und wir haben jetzt die ganze Bude. Außer, die haben irgendwie noch Enkelkinder oder so. I told you. Yeah. Let's just hope these horses keep running. They will. Okay, gut. Zum Truck gehen. Umziehen aber vorher. Ja, da haben wir auf jeden Fall ein Auto, womit wir weiter können. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr praktisch. Ich denke die ganze Zeit, man kann hier über alles drüber klettern, weil das so GTA-Feeling ist einfach. Denke ich mir manchmal auch. Jedes Mal. Ich würde sagen... Er sieht auch noch so ein bisschen aus wie Michael. Ist bestimmt oben. Ja, ich denke auch.
Schlafzimmer meistens immer oben. Mhm. Du hier. Guckst rechts, ich guck links. Hier haben wir was. Okay, du guckst. Hey, du läufst rechts rein und. Hey Vincent, nee. Let's change clothes. Hier. Ja, I get you. No, no, boy. Fuck, da. Kann man jetzt auch so das Outfit gestalten, ist die Frage? Aber ich glaube nicht, dass wir so viel Zeit dafür haben. Was ist das? Das scheint nämlich schon so ein bisschen. Du nimmst die eiskalt noch? Okay, das haben wir auch. Geil, endlich mal eine Waffe. Wirklich, das hat mich schon genervt, dass ich die ganze... Shotgun mit, meine Güte. Die hat ja auch im Kleiderschrank versteckt, so. Ja, eben dachte ich mir. Schön neben den Schuhen. Und er findet sie auch, ne? Das ist ja das noch witzigere daran. Willst du mal raus aus meiner Katze? Steh mal vor der Tür. Ah, fuck, zu spät. Tja, also wo ist denn deine Shotgun? Ich brauch keine. Kannst du die dann auswählen? Ja. Wie denn? Weiß ich nicht. Das finden wir dann raus, wenn es soweit ist. Jetzt müssen wir zum Truck. Auf geht's. Kann ich die Shotgun nehmen? Okay. Eigentlich könnten, also... I can't believe these were actually used to haven't cleaned myself in days. Ach, du hast auch eine Shotgun? Wo hast du die jetzt? Ja, ich hab's jetzt gefunden. I knew it. It's only decorative. Ah, Dekoration, oh. Du wäschst dir erst gerade noch die Hände? Ich würde sagen, lass uns lieber beeilen, oder Leo? Ich weiß einfach, dass wir jetzt gerade ein offenes Zeitfenster haben. Ich glaube nicht, dass die irgendwann zurückkommen. Das könnte passieren. Oh. I can't remember the last time I might as well give them a hand with the dishes. Was? Wirklich? Okay, ich mach schön dann auch überall Spuren hinterlassen. Ich mach das jetzt auch. Let's cooking over here. Was haben wir denn hier? Ich meine, dafür ist es ja da, dass man sich das alles ansieht, so vom Spiel her. Wen rufe ich denn jetzt an? Deine Frau. Carol. Vincent, is that you? Ja, wieso antwortest du nicht? Und dann hast du endlich mal die Chance, mit ihr kostenlos zu telefonieren. Also, wir hätten noch durch das Fenster ganz easy bringen können. Du bist mir doch auch einer, ey. Du bist ja der geborene Räuber hier, ey. Ich plünder nur gerne, wenn ich irgendwas habe. Was ist das? Boah, Plattenspieler. Brauchen wir die anzuschmeißen. Was ist das, Zeitraum? Guck mal, das ist ein altes Fernseher. Das heißt, es ist echt wirklich ein altes Zeitraum. Vietnamkrieg. Das ist zu Zeiten des Vietnamkriegs. Meinst du? Wir könnten Feuer anzünden, aber brauchen also wir nicht. Also ich glaub mal. Wir können sogar hier reinspringen. Haben wir... Er hat seine Pumpgun mitgenommen, oder? Hier, hast du die hier genommen? Ja, genau. This ja, is a big ass gun. Ist eine Deko, ist eine Jetzt habe ich zwei. Smells amazing. Ist eine Deko. Ah, shit. It's not working. Natürlich, it's not working. Yeah, smells pretty damn good. Was ist mit dir los? Ich habe keine Ahnung. Ein Klavier. Soll ich mal Banjo spielen? Ach, ist das nur ein Minigame? Ah, geil, ein Minigame. Ich habe auch eins gefunden. Welches hast du genommen? Extrem? Ja. Ich nehme erstmal leicht, um zu gucken, wie es jetzt anfühlt. Komm, wir spielen zusammen. Nice. Das ist so, es geht ja San Andreas-Style. Da war das auch mit dem Tanzen so. Aber wir müssen das nacheinander machen. Lass mal zusammen spielen, lass mal zusammen anfangen. Brich mal ab. Vielleicht brich mal kurz ab. Ah! Brich ab. Das ist schwierig. Nein, brich ab, geh auf leicht und dann drücken wir gleichzeitig. Ich war schon auf leicht. Wir drücken gleichzeitig auf leicht. Okay. Guck jetzt. Dann, ich kann sein, dass es zusammenpasst. Warte. 1, 2, 3. Das passt zusammen. Merkst du? Es geht. Doch, das ist der gleiche Song. What? Oh, come on. Yeah. Das wird immer schwieriger. Junge, du bringst mich so aus dem Takt, ne? Du genauso. Hör mal kurz auf. Oder mach du mal weiter. Weißt du, was es aus dem Konzept bringt? Der Fernseher. Geil. Era Creed. Okay, komm. Let's get a fire going. Das hat nie ein Ende, oder? Hä? Ah, warte mal. Ach, wir sind da oben als. Wollte ich gerade sagen, ja, man sieht da uns kann so. Man doch zusammen spielen, siehst du? Aber warum krieg ich jetzt keine Punkte mehr? Ach, das ist dein. Oh, wow. Okay, ich versuch dich noch zu toppen, dann höre ich auf. Aber wie viel bin ich? Sag mir mal schnell. Ah! Ah, das wird nicht sicher. Ich hoffe, das wird mir zu bunt. Mir nicht. Das wird mir hier zu bunt. Lass mich auch Klavier spielen. Get out of my way, dude! Mach mal den Fernseher aus. Ja, wollte ich gerade sagen, ich mache eben den Fernseher aus.
Da haben wir das auch schon hinter uns. Oh! Ja. Verkackt. Die Musiker waren. Ich war so schön im Takt, weißt du, und dann wird das voll schnell auf einmal. Ja, hau ab. Probier du es mal. Oder wir tauschen mal einfach mit Benjo. Ist eigentlich dasselbe. Ich mein, ja, es ist wirklich das Gleiche. Es ist eigentlich dasselbe. Mhm. Aber nur andere Tonspur. Nice. Der Anfang klingt voll geil eigentlich, ne? Musikstunde. Da wird es auf einmal schnell und das ist ein bisschen... Da, das da. Das ist so komisch. Ich habe 37, ne? Das reicht. Ich bin zufrieden. Dann komm, lass gehen. Aber ich frage mich immer noch, warum du nur Waffe hast und ich nicht. Tja, du findest vielleicht auch noch eine, wenn wir weiter plündern. Ich will nicht weiter plündern. Oh ja, mein Buch. Das aber guck mal, ich habe die hier im Kleiderschrank gefunden. Das kann ja nicht sein. Obwohl, ich glaube, die Story sieht vor, dass nur einer von uns eine Waffe hat. Weißt du, was ich meine? Meinst es du? Wird bestimmt in der Story so ja, vorkommen, dass es dann... Einer dann auch noch eine Waffe findet oder so, ne? Ja, entweder das oder dass einer die Hilfe von dem anderen braucht, weil der eine Waffe hat. Weißt du, was ich meine? Das okay, heißt, dass wir da zusammen. Das heißt, wenn wir da oben vielleicht. Ah, ne, wir hätten so oder so umgezogen. Also, ja. Ich denke mal, das war die einzige Waffe. Aber wo hat er seine liegen lassen? Auf dem Esstisch eigentlich? Ja, ne? Der hat die mitgenommen. Der hat mitgenommen. Okay. Okay, ich würde sagen. Aber wir haben oben noch nichts durchgeguckt überall. Wir haben da voll. Willst du das echt noch machen? My wife always says that I don't look good in hats. Let's prove her wrong. Komm, das machen wir jetzt. Oh, willst I look like a hillbilly. Kann ich die behalten? Das würde ich, frage ich mich gerade auch. Oh nee, schade, ich dachte es mir schon. Wäre auch viel zu nett gewesen. Das wäre schon cool, wenn man dann so Sachen findet, die man dann weiter mitnehmen kann. To look puffy. Hier, Nähmaschine. Kennt sich ja aus mit. Warum kenne ich mich jetzt damit aus, Mann? Was? Kann ich auf die Toilette? Achso, nein, das ist okay. Auf die Leiter. Boah, ich dachte schon, die Frau ist wieder zurückgekommen oder so. Warum? Als du kurz so plötzlich um die Ecke kamst, hast du mich voll erschreckt. If only the cell beds were this comfortable. Looking good, man. Was machst du da? Du. Ach. Mann. Eigentlich schon cool. Weil ich meine. My grandma had one of these. Das wollte ich auch spielen. Ach so. Aber dann hast du gesagt, lass uns gehen und dann konnte ich nicht mehr. Ja, ich dachte echt, wir müssen uns beeilen, aber das ist ja irgendwie. Die Spieler, die Macher haben ja vorgesehen, dass wir. Hast du noch dieses Kartenspiel? Dass wir hier durchgucken. Nee, habe ich gar nicht gesehen. Steady now. Das bricht zusammen. Ich wusste. War mir schon klar. Ach nee, hier ist eine Leiter. Nein, wir hätten die Leiter runternehmen können. Die Leiter, die wir auch für Dings benutzt haben. Das ist eine andere Leiter. Ja, nee, das ist dieselbe. Wir hätten die rüberholen können, glaube ich. Nein, wieso? Da ist doch eine, oder nicht? Nein, da ist keine Leiter. Echt? Da ist. Oh. Dann sehen wir alleine an. Sehr schicke Leiter. Ja, dann komm, wir können hier runter jetzt. Ach so, jetzt wo du willst, ne? Ja, wir haben doch alles durch, oder? Wenn du noch, Mann. Wenn du dich noch umgucken willst, dann mach ich. Da war noch ein Fenster, ich wollte durch das andere Fenster runter. Eigentlich voll das schöne Haus so in der Gegend. Ja, noch irgendwo eine Leiter. Na? Ich hab keine Ahnung, was war. Egal, ne? Ich kann mir schon vorstellen, hier zu wohnen. Die haben doch bestimmt noch einen Keller, oder? Das kann sein. Wohl, haben Amerikaner in diesen Holzhäusern einen Keller? Eigentlich nicht. Das weiß ich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Aber ich würde schon vermuten. Doch, hier. Nee. Hier war eine Tür, guck. Aber die kriegt man nicht auf. Hier kann man auch nicht interagieren. Oh, doch, die haben Holz. Ah, doch, selbst in Horrorfilmen haben die immer Holzkeller. Haben die immer Keller in diesen Holzhäusern. Okay, I'm done with it. Entweder, ja, doch, haben die. I'm done with it. In Cities. Komm, wir gehen jetzt zum Truck. Na komm, wir gehen zum Truck. Der Truck steht bestimmt vor der Tür. Das kann sein, oder in der Garage, wenn die einen haben. Was ist das denn hier? So ein Hühnerhaus? Keine Ahnung, eine Scheune. Wo bist denn du? Im Garten? Nee, ich bin runter gegen die Treppen. Ich bin ja genau darunter. Hier steht kein Wagen. Ich hätte jetzt einfach spontan gesagt, der steht hier irgendwo, aber ich da so, ist ein Traktor, mehr nicht. Oder was ist das hier? Hier ist ein okay. Hey Vincent! Get over here, I need some. Ah, jetzt so nicht. Ich wollte. Ja, dann lass erstmal rumgucken. Mach euch. Ne, okay, ist ja nicht. Warte, ich komm. Also ich guck mal, was da unten noch für ein Traktor ist. Beim Traktor. Kommst du da runter? Was ist das? Hufeisen werfen, was bringt mir das? Glücksspiel. Keine Ahnung. Hausschuss. Ah, das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt wirklich. Okay, ich will werfen. Gas canister. Ein Benzinkanister, oh, ist ja gut. Können wir hier eigentlich alles anzünden? Ich habe drinnen schon Feuer gemacht. Mit dem Kamin meinst du? Oh,
Wie soll ich hier denn werfen, bitteschön? Muss er da drauf landen? Ach, der Truck hat bestimmt kein Benzin. A perfect throw. Dass man sich immer hier alles... Versuch doch mal. Naja, das mit der Grafik, darüber reden wir noch ein andermal. Oder? Ah. Ja. Warum? Egal, du, das siehst du dann, wenn du das Gameplay nochmal guckst. So, was ist das hier? Hä? Ich hab den ersten genauso geworfen. Ich hab 8. Tastatur, ruhig mich da mal ran. Was macht man da? Achso. Hufeisen werfen. Zielen lernen muss man. Hufeisen werfen, ja, genau. Wie wirft man die? Mit R2. Ich ja, aber muss man gedrückt halten? Ich weiß es nicht. Ah, nee. Da, wo man mit der Hand ist, da lässt man los, um den Schwung mitzunehmen. Weißt du, was ich meine? Jetzt guck mal. Okay. Einen habe ich getroffen. Ach, du hast 8? Nein. Krasser Typ, doch. Ich habe einen perfekten Wurf gemacht, deswegen habe ich 8 Punkte. Ah, 7 Punkte okay, bekommen. Okay. For the love of God. Okay, das kann ich gar nicht. Jackpot. 6 Punkte hast du. Das ist Blödsinn. Willst du es nochmal machen? I rock. Du nimmst zu viel Schwung mit. Du wirfst das Ding nur gegen den Heuhaufen, sonst nichts. Boom! 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 Big Shark! 13. Was? Wie hast du den letzten getroffen? Das will er natürlich nicht auf sich sitzen lassen, der Reed. Natürlich kann ich das nicht. Ja, komm, wir haben den Benzinkanister und das Auto. Ach du Scheiße, da ist eine Katze. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Hä? Oh, Mist. Ich würde gerne hier alles anzünden. Mach's! Komm, was hält dich auf? Leider, dass ich das nicht machen kann. Jetzt komm, wir gehen zum Auto. Warte, ich will noch einen Wurf haben. A perfect throw. 7! Was? Nein, ich bin immer noch bei 8. Warum? Tja, das ist dann wohl. So wie es ist. Congratulations, Sir. Du hast dafür beim Klavier gewonnen. Ja. Vincent, come over here and help me out. I'm there. Good morning, truck. Rote Farbe, ich wusste es. Jeder scheiß Schrotthaufen. Ganz klar. Sieht so aus. Immer die rote Farbe. Wenn da keine rote Farbe drin ist. Guck, da ist bestimmt kein Benzin drin und ich hab den Kanister. Ich denk mal. Hey, der ist shit schräg. Er hat keinen Reifen. Ja, dann müssen wir jetzt zusammenbauen. I don't know, man. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. Okay. Alright, fine. Ich würde eigentlich zuerst in den Motor gucken. Ja, genau. Truck reparieren. Um zu gucken, ob der überhaupt. Dachte ich mir schon. Ob der überhaupt irgendwas hat. Let's look around and see what we can find. Ich nehme den Benzinkanister. Und fackel jetzt erstmal alles ab. Ich wünschte, ich könnte. Hebeeisen, wenn wir den brauchen. Tank füllen. Told ya. Wo soll denn bitte hier ein Ersatzreifen haben? Ein Radkreuz haben wir das. We could use this to fasten a new tire. Ja. Alright, the tank is full. What's next? Thank you for that. Hey, there's a tire on the other side of the barn. Da hab ich gesehen. Looks like the battery is out of juice. Ah, ach so, okay. Oh. Ja, oh. Okay, man braucht auf jeden Fall. Also, wir brauchen Reifen und wir brauchen was für die Batterie. What? Was machst du da? Guck mal, da hinten ist der Reifen. Siehst du? Und links da, von mir. Und da, um das zu sehen, brauchst du dich da hinzuhängen. Nein, ich sehe es ja, aber ich dachte, ich kann. Ach so, ja, weiß, das ist bestimmt sowas zum Drehen oder sowas. Nein, ich weiß. Ein Radkreuz da. Ja, nein, Radkreuz nicht. Das lag das da kannst schon. Du doch nehmen. Nein, das hat mir nichts gebracht. Ich weiß, was ich brauche. Wir brauchen das doch. Nein. Hier, guck, das meinte ich. Das ist so eine Kette und jetzt muss da einer hängen. Ah, okay. Das meinte ich. Ja, genau. Ich dachte, man muss es irgendwie. Man aber muss das Radkreuz brauchen wir trotzdem, Junge. Ja, ich weiß, das hatte ich ja auch schon. Wieso droppst du das dann? Damit ich mich da hoch. Damit ich da hoch. Kann ich das nicht runterschmeißen? Ja, genau. Kann ich mich nicht runterschmeißen? Nein, get out one way. Okay, ich leg das mal hier can ab. Can you just turn that shit? Ich wünsche, ich könnte ballern. Und dann? Würdest du mich abballern, ne? Nee, aber ich würde generell ein bisschen rumschießen. Das wird kommen. Obwohl voll ich muss sagen, voll die entspannte Stimmung gerade hier so. Ist so gerade, ist so. Wenn wir den Truck repariert haben, würde ich sagen, wär's dann noch mit dieser Folge. Wir haben uns auch sehr lange hier aufgehalten.
Die soll ja auch nicht allzu lang sein, die Folge. Kannst du den runterschmeißen oder was ist das? Denke ich auch. Ja. Das ist ja nur Gummireifen, was soll da denn passieren? Den brauchen wir mit der Felge. Du könntest eigentlich. Ich kann da bestimmt runterspringen. Nee, ich glaube nicht. Doch. Dann mit den Reifen. Obwohl, da ist Heu, ne? Ja. Ja, super. Jetzt mal vorher sagen ich bin sollen. Grade, ich bin gerade. Ich kann das Rad kurz nicht aufheben. Es geht nicht. Are you kidding me? Weil es da genau liegt. Nein, doch, geht doch. Ja. Oh, geht. Das war close, mate. Okay, jetzt haben wir den Reifen, haben wir auch. Autoreifen, X-Reifen. Den Reifen kannst du schon mal dahin hin tun. Ey, das haben die so gut gemacht. Wirklich. Wirklich. Hier. Was ist das für ein geiles Spiel, ey? Looks like the car is missing a tire. Ach, echt, Leo? Gut, dass du das sagst, aber. Huch. Gut, dass du das sagst. Now it's attached. We just need to find a lug wrench to fasten it. Leo, kriegst du das alleine oder brauchst du mich? Must be something around here we can use to lift the car. Da, okay. Auto anheben haben wir auch schon gefunden. All right, let's lift this thing and remove the support. Yeah. Probably lift the car. Radio. Wir brauchen aber trotzdem hier der Generator. Ist das nicht so einer? Nein, das ist ein Rasenmäher. Was für ein Generator? Oh, stimmt. Nein, das ist doch kein Rasenmäher. Das ist ein Generator. Aber das ist kein Automotor. Nein, das ist doch ein Rasenmäher. Ja, ja, vom Weiten ist es schwierig. Jetzt brauchst du auch eins, glaube ich, oder? Nee, ich zieh das Ding aber weg. Okay. It's not gonna work. We gotta lift the car first. Ja, mach es jetzt. Mach, kann ich dir helfen beim Anheben? Nein, ich heb's doch an. Ah, ich muss es rausziehen. Ja, warte, warte. Jetzt. Du bist mir doch auch einer. Du bist mir einer. Du bist mir doch auch einer. Now we can roll at least. Ja, okay, das bringt ja noch nichts. Kann man hier nicht irgendwie was mit Starthilfe machen? Nein, man dann muss es anschieben und dann läuft es. Ja, okay, dann mach mal vorne und nicht hinten. Kann man noch schon lenken? Gib einfach Gas hier. Kann ich nur Gas geben. Ich meine, aber was bringt uns das, was wir hier tun? Das ist ja bergab, dann wird es ja schneller und dann kann man den die Zündung, glaube ich, ziehen. Dann spring rein. Das ist doch, das meine ich. Siehst du? Did you let go? I don't let go. Did you let go? In den Traktor. Let's go get it. Oder nicht. Und jetzt kommen die anderen wieder. Locker. Meinst du? Mit ihren Pferden. Da war gerade ein Speicherpunkt. Meinst du? Du weißt, was das heißt. Also könnten wir das hier beenden. Warte. Hier, ach ja, mit Traktor, Starthilfe. Ah, ist doch perfekt. Ja, was willst du noch? It's connected. Try to start the car. Ah, jetzt. Okay, warum hau ich ab? Oh, warte, warte. Na, nochmal, nochmal. Noch gut. Okay. Also starten wir den Wagen hier umhauen. Da. Läuft. Body power. Yeah, I told you so. You did, but still. I was in doubt. Sometimes. Könnte echt sein, dass jetzt kommt, ey. Warum stehen die weg vom Wagen? Faith, huh? Yeah. Well, let's get out of here. Yes? No, I don't know. It was a while ago. Die ruft trotzdem. Der lädt seine Pumpgun. Hör mal. Okay, hurry up, please. Absolutely. Thank you. Nein, oder? Was macht er da? Are the police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. So, als würde... Ach nee, Volvo. Nee, Volvo. Ja klar, ich hab mich schon gefragt, warum der so viele... Just wait here. I'll be fine. So viel Munition lädt. Filthy scum! Oh shit, take cover! Gerade wo der Action beginnt. Wollen wir einen Cut setzen? Sonst ist die Folge zu lang. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao.